Wenn ich euch jetzt den Namen Gunther Demnig sage, dann könnte es sein, dass ihr ihn vielleicht nicht unbedingt wisst und nicht sofort sagt, kann ich jetzt was mit euch damit anfangen. Aber wenn ich jetzt Stolpersteine sage, dann bin ich total sicher, dass jeder und jede von euch schon mal an einem Stolperstein vorbei oder drüber gegangen ist. Und es ist unglaublich, wie Gunther Demnig das aus der eigenen Taufe gehoben hat. Er hat jeden dieser Steine selbst geschaffen, selbst verlegt. Und es gibt sage und schreibe inzwischen mehr als 75.000 Steine auf der ganzen Welt. Das Ganze hat in Deutschland begonnen, aber es hat eben seinen Siegeszug um die ganze Welt genommen. 21 Länder Europas haben diese Stolpersteine, 1265 Kommunen in Deutschland. Worum geht es? Es geht darum, an die zahlreichen Opfer des Nationalsozialismus für jetzt und immer zu gedenken. Und zwar diese Stolpersteine werden vor den Wohnungen verlegt, auf der Straße oder auf den Gehwegen, wo diese Menschen damals gewohnt haben. Und ich freue mich jetzt sehr und ich fühle mich sehr geehrt, Herr Demnig, dass Sie sich bereit erklärt haben, jetzt mit uns zu sprechen. Wie schön, dass Sie da sind. Ich sehe Sie schon. Ich sehe Sie schon mit Hut uns gegenüber sitzen. Und ich würde gerne ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Sie haben vor 30 Jahren den ersten Stolperstein erfunden und ins Leben gebracht. Nehmen Sie uns gedanklich mit darin zurück. Wie kam der Impuls dazu und wie war der Anfang? Also erstmal einen guten Tag und auch Dank für die Einladung und die Mitgliedschaft, die Ehrenmitgliedschaft. Es ist immer schwierig, bei dem Projekt zu sagen, ich freue mich. Weil der Hintergrund ist kein Grund zur Freude. Die Entstehungsgeschichte ist kompliziert. Ich bräuchte im Grunde eine Dreiviertelstunde dazu. Aber der wichtigste Punkt war letztendlich eine Kneipenbekanntschaft, kann ich sagen. Ich bin nach Köln gezogen, weil meine Assistentenstelle in Kassel zu Ende war. Und es gab die einzige Guinness-Kneipe und da habe ich Kurt Holl getroffen. Aha. Ich kann sagen, ein Vor-68er, ich bin ein richtiger 68er. Also ich habe in Berlin angefangen, 68 zu studieren. Ich habe Rudi Dutschke noch persönlich die Hand gegeben vor seinem Attentat. Und vielleicht war da schon ein Anfang. Oder der Anfang war eigentlich da, mein Geschichtsunterricht. Der hat mit der Weimarer Republik aufgehört. Dann sind wir zu den Römern zurück. Da kam nichts. Mein Vater war Soldat. Aus ihm war nichts rauszuholen. Er hat nie drüber gesprochen. War auch zwischen uns, als ich dann mitbekommen habe, dass er in Spanien dabei war, bei der Legion Condor, für mich auf der falschen Seite. Das war zwischen uns 5 Jahre Sendepause. Bis ich mal überlegt habe, was wäre denn mit mir passiert. Und dann gab es ein Gespräch, ja, du hast doch mal Spuren gelegt. Von Kassel nach Paris, von Kassel nach London, von Kassel nach Venedig, zur Biennale in Venedig. Und jetzt gibt es ein Jubiläum, sogenanntes Jubiläum. Die Deportation von 1000 Rom und Sinti aus Köln, aus Düsseldorf, aus Hamburg. Jeweils 1000 Menschen wegbringen, ist ja eine logistische Leistung, muss man sagen. Und mit Kurt Holl zusammen habe ich dann eine Schriftspur auf die Straße gedruckt in Köln, von den Wohnhäusern zur Deutzer Messe. Die Deutzer Messe war Außenlager des KZ Buchenwald und direkt gegenüber war der Bahnhof Köln-Deutz-Tief. Ohne die Deutsche Reichsbahn und späteren auch alle anderen Bahnen hätte nichts passieren können, wäre keine Deportation möglich gewesen. Die Spur war gedruckt, etwas außerhalb der Legalität. Ich hatte Kreide beantragt. Es war die beste Fassadenfarbe, die man haben kann. Die natürlich trotzdem irgendwann weg war. Ich habe es dann ersetzt in Messing an einigen Punkten. Und dann kommt eine ältere Dame dazu, offensichtlich Zeitzeugin, und sagt zu mir aber wirklich im Brustton der Überzeugung, ja guter Mann, was Sie hier machen, ist ja eine ganz schöne Sache. Aber hier bei uns im Viertel haben doch niemals Zigeuner gelebt. Und dann wurde mir klar, sie hat das gar nicht gewusst. Weil gerade die Sinti, Zigeuner, die waren katholisch zu 98% und das in Köln. Also ganz normale Nachbarn.
Und Herr Demmig, ich möchte Sie total ungern unterbrechen, aber ich würde gerne bei dem Punkt mal bleiben. Sie sind von der Kreide zu einem Material, ich sage mal, der Ewigkeit in Anführungsstrichen gegangen. Weil Messing ist ja etwas, von dem Sie hoffen, dass es bleibt. Wir alle als irdische Gestalten haben ja aber nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, weil Sie das ja alles, Sie haben Inspiration von außen bekommen, aber Sie machen das alles letztlich ja alleine. Haben Sie mal darüber nachgedacht, das auf andere Schultern auch zu verteilen? Wir reden viel von kollaborativem Arbeiten und so weiter. Also, ja, oder ist es Ihnen ganz wichtig, das nicht aus Ihrer Hand zu geben, als Künstler, der Sie sind? Also da muss ich schon korrigieren. Oh, Entschuldigung. Als ich angefangen habe, habe ich die Planung gemacht. Ich habe die Steine hergestellt, also geschlagen, betoniert. Und dann bin ich losgefahren zum Verlegen. Und das ist irgendwann implodiert. Und wir sind inzwischen 11. Ein Team von 11 Leuten, die es machen. Also von daher, es ist praktisch so etwas wie eine kleine Firma. Und damit es weitergeht, habe ich ja auch die Stiftung ins Leben gerufen. Ja. Nennt sich Stiftung Spuren. Denn wir machen ja, es ist ja doppelt. Wir sammeln Spuren und mit den Steinen verlegen wir wieder diese Spuren. Und praktisch das wieder zurück. Also von daher, und was man nicht vergessen darf, und das muss ich wirklich immer sagen, es war von Anfang an auch so gedacht, dass die Initiative aus den Orten kommen muss, egal ob jetzt Großstädte oder kleinere Orte. Es ist überall unterschiedlich. Meistens sind es Heimatgeschichtsvereine, aber auch private Initiativen oder Schüler oder Angehörige, die aus Amerika anrufen oder aus Israel und sagen, wir möchten erinnern. Also es gibt kein Muster, aber gerade diesen Initiativen vor Ort muss ich immer wieder sagen, danke, dass ihr das macht. Ja. Denn als Künstler eine Idee haben, ja, das ist eine Sache. Aber gerade dieses Umsetzen und eben auch mit den Angehörigen und vor allen Dingen, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass Schüler sich über diese Stolpersteine ganz anders in die Geschichte einklinken können, als ein Buch aufschlagen und zu lesen, 6 Millionen ermordete Juden in Europa. Das ist eine abstrakte Geschichte. Darf ich da noch mal reingehen, Herr Demnig, wenn Sie mir erlauben? Ich lebe selbst in einem Haus, in einem Altbau in Berlin, in Charlottenburg, wo 4 Stolpersteine vor unserer Tür sind. Und immer am 9. November, unter anderem am 9. November oder auch zur am Befreiungstag des Konzentrationslagers Auschwitz, liegen dann Blumen dort und es stehen Kerzen dort etc. Also die Menschen übernehmen wirklich Fürsorge für diese Steine. Was bedeutet Ihnen das auch, dass das unterjährig, nicht nur vielleicht von Angehörigen oder so und aus Amerika, sondern dass es auch von den Leuten, die dort wohnen in diesen Häusern, diese Übernahme und dieser Kontakt stattfindet? Das würde ich gerne noch mal von Ihnen wissen. Das ist für mich eigentlich der Sinn des Ganzen auch. Es ist eben ein Gesamtkunstwerk oder ich kann es auch ganz pragmatisch sagen. Ich hatte Ärger mit dem Finanzamt, als ich noch in NRW war. Da kam plötzlich einer vom Finanzamt auf die Idee, ja, diese Steine, das sind ja nur Hinweisschilder, dass hier jemand gewohnt hat. Und da sollte die Umsatzsteuer von 7 auf 9% erhöht werden. Ja, das hätte uns nicht den Kopf gekostet. Wir hätten es vielleicht verkraften können. Also wir hätten über 5 Jahre Steuern nachzahlen müssen. Und dann kam von mir auch nicht der Stein, der Einzelne ist das Kunstwerk, sondern das, was passiert. Also im Grunde soziale Skulptur, also der Begriff, den Beuys geprägt hat. Und da ist es aber wirklich, denn das, was passiert, die Initiativen vor Ort in Zusammenarbeit mit uns, mit unserer Gruppe, dann mit Schülern, mit den Angehörigen und dann die Verlegung zusammen mit Angehörigen, die anreisen. Ich habe schon Familientreffen erlebt, Sie können sich es nicht vorstellen, aus 3 Kontinenten, 5 Länder, die hatten vorher noch nie gesehen. Oder einmal Rothenburg an der Wümme. Auch so ein Fall. In Deutschland haben die Juden ja sehr früh gemerkt, es wird gefährlich für uns. Und sie haben versucht, die Kinder zu retten. Aber wer schickt seine Kinder freiwillig in die Wüste nach Palästina? Oder dann die Kindertransporte? Wer schickt seine Kinder weg mit dem Bewusstsein oder der Ahnung, die werden wir nie wiedersehen?
Ich habe noch eine andere Frage an Sie, weil Sie auch viel von Schülerinnen und Schülern sprechen. Nun sind Sie so lange und so nachhaltig mit dieser Idee, gehen Sie durch die Welt. Und was würden Sie gerne heute jungen Kreativen mit auf den Weg geben? Wir sprechen heute schon den ganzen Tag über Verantwortung, ja, an verschiedensten Stellen, soziale, ökologische etc. Was sind da Ihre Gedanken, wenn Sie an andere Kreative denken? Also für mich ist eigentlich immer dahinter der Aspekt, es geht mehr, als man denkt. Und nicht aufgeben. Vielleicht ist meine Mutter daran schuld, die gesagt hat, ich kann nicht, heißt, ich will nicht. Also muss man durch. Und ich muss sagen, auch zu den Stolpersteinen, als die Idee geboren war, war es für mich eigentlich als Künstler ein konzeptuelles Kunstwerk. Ja. Ich habe angesichts der Zahlen eigentlich nie dran gedacht, es wirklich zu machen. Aber es gibt wohl keine Zufälle. Wirklich, kann sagen, fast gleichzeitig hat der Carlo Schmidt, der die Kunstzeitung rausgibt in Regensburg, ein Buchprojekt gehabt. Kunstprojekte für Europa mit dem Untertitel Größenwahn. Ich dachte, das passt doch. Er hat den ersten Stolperstein, den ich vom Kölner Rathaus gelegt hatte, gedruckt mit der Beschreibung dazu. In Köln, der Pfarrer Kurt Pick von der Antonitergemeinde kriegt das in die Hand und sagt zu mir, naja, Gunther, du wirst ja niemals die Millionen schaffen, aber man kann ja klein anfangen. Das bringt mich zu zwei letzten Fragen an Sie. Die eine Frage ist, gibt es irgendeinen Ort, wo Sie wahnsinnig gerne einen Stolperstein verlegt hätten? Also Ihre eigenen Stolpersteine in dem Prozess. Was aber bisher noch nicht gelungen ist, aus welchen Gründen auch immer. Gibt es sozusagen da noch irgendwie so eine Art eigenen Traum im Projekt? Naja, es ist natürlich immer wieder, das ist ja auch bekannt, in München ist es eben Frau Knobloch, die mit dem Argument dagegen kommt, man trampelt auf den Menschen rum, wie damals die Nazis auf den Menschen rumgetrampelt haben. Und dazu kann ich dann nur sagen, na bitteschön, es ist doch verlogen, stimmt doch nicht. Die Nazis haben sich doch nicht begnügt mit rumtrampeln. Die Nazis hatten ein ganz gezieltes, ein Mordprogramm. Die Vernichtung aller 11 Millionen europäischen Juden war geplant. Und für mich ist etwas, deswegen auch vielleicht nochmal zum Material. Mhm. Messing, Türklinken aus Messing, werden ja blank, wenn man sie benutzt. Mhm. Nicht die Steine, wenn man drüber läuft. Mhm. Die Erinnerung blank poliert. Mhm. Die meisten tun mir nicht den Gefallen. Deswegen müssen ab und zu geputzt werden. Ja. Die meisten machen einen Bogen drum. Ich trete auch nicht drauf. Es sei denn, es ist nass und man hat eine Gummisohle. Wenn man dann einmal dreht, dann ist der Stein schon ganz gut poliert. Aber wie ich mir das gerade vorstelle, allein das, was es für eine gesellschaftliche Spannung gibt zwischen Menschen, die vielleicht drauftreten aus guten Gründen und die anderen sagen, das darfst du nicht, das schafft ja wieder Dialog. Und das finde ich sehr interessant. Das ist das Gegenteil von einem toten Stein, sondern es aktiviert ja auch Prozesse, die weitergehen. Und mit diesem Aktivierungsgedanken, meine letzte Frage an Sie, unser Motto... Nein, vielleicht noch einen Aspekt dazu. Bitte. Das war mir nicht klar, als ich in den Boden gegangen bin. Allerdings war die Erinnerung, Mensch, ihr habt doch mal eine Klassenfahrt nach Rom gemacht. Und ihr seid alle gedankenlos durch den Petersdom gelaufen. Über die Grabplatten, die dort liegen. Mhm. Ich habe mich dann kundig gemacht in Kassel, das Institut, jetzt Museum für Sepulkralkultur. Die haben mir gesagt, ja, je mehr Menschen da drüber laufen, desto höher die Ehre desjenigen, der dort begraben liegt. Das und dann ein toller Gedanke. In Köln die erste Verlegung. Ich habe meine Eimer zum Auto getragen, habe mich umgedreht. Die ersten Passanten waren stehen geblieben und wollten lesen. Ja. Du musst dich neigen. Eine Verbeugung. Ja, du verbeugst dich. Das ist interessant, wenn man mit Ihnen anfängt, über dieses Projekt zu reden, poppen lauter andere Bilder auf, die man vielleicht nicht ursächlich schon automatisch hatte oder so. Sozusagen man taucht wie tiefer rein. Ich habe noch eine Frage. Leider muss ich jetzt sagen, dass ich den Song nicht kenne. Es stellt jemand aus dem Netz die Frage, was sagen Sie zum Trettmann-Song Stolpersteine? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es gibt offensichtlich einen Trettmann von Trettmann. Jetzt bin ich ganz dünn auf der Bereifung, weil ich den Song selber nicht kenne. Es gibt angeblich einen Song, ein Lied mit dem Titel Stolpersteine. Was Sie von diesem Song, ich kenne ihn nicht, was Sie von diesem Song halten?
Also es ist ein guter Song, das weiß ich, den habe ich zugeschickt bekommen. Es gibt auch Gedichte dazu. Es gibt ganz, ganz tolle Reaktionen. Also ich weiß nicht, ich müsste den Computer mal wirklich öffnen, was an Reaktionen da ist. Also wirklich, ich kann sagen, fast nur positive. Letzte Reaktion Ihrerseits. Auf unser Motto. Aber es gibt natürlich auch drei Morddrohungen. Ja. Also selbst das. Da will ich jetzt nicht tief reingehen, aber das ist die dunkle Seite der Medaille, dass ich mich natürlich auch frage. Es gibt eine Menge auch rechtsradikaler Kräfte in unserem Land und so weiter. Ich frage mich, sind eigentlich solche Stolpersteine schon, werden die geschändet? Erleben Sie solche Sachen auch? Natürlich. Aber das geht Gedenktafeln an Häusern genauso. Mhm. Also von denen sind jetzt inzwischen übrigens die aktuellsten Zahlen, wir sind, glaube ich, fast bei 90.000 Steinen in 26 Ländern in Europa. Allerdings nicht weltweit sind wir nicht. Bis auf Nachahmer oder ist es aufgegriffen worden als Idee oder eine Schwelle in Buenos Aires. Die Grundidee war ja überall dort in Europa, wo die deutsche Wehrmacht, die Gestapo, die SS ihr Unwesen getrieben haben, dass dort symbolisch Steine auftauchen. Mhm. Herr Demnig, allerletzte Frage an Sie. Unser Motto in diesem Jahr beim Kongress ist Superkraft Kreativität. Gibt es noch einen letzten Gedanken zu Superkraft Kreativität, den Sie uns für den morgigen Tag mit auf den Weg geben wollen? Also für mich eben ganz einfach, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Nur nicht denken, es geht nicht. Dann erst recht überlegen, Moment, warum soll das nicht gehen oder darf man das nicht? Ja, dann erst recht. Vielen herzlichen Dank. Habe ich auch angefangen. Herr Demnig, vielen herzlichen Dank für diese Ermutigung zum Schluss dieses sehr reichen Tages.